Aber hier oben haben die Wagen noch einen Bremshebel. Der rote hier. Jo, und da ist der Gong. Kloppen die doch bloß auf den Blech. Ich hab vorhin überlegt, ob das über Funk übertragen wird und dann wird vorne auch nochmal bingt. Da habe ich einen Lautsprecher irgendwo. Aber nee, ganz herkömmlichen Gong. Den muss ich da in 300 Meter Weite ja dann auch erstmal hören. Das dauert ja auch eine ganze Weile, ehe der ankommt. Eigentlich genau baugleich wie das andere. Den Kasten, den wir hier sehen, der wird mit Wasser gefüllt. Und dadurch, dass der dann einen Überlauf hat, hast du immer den gleichen Wasserdruck. Witam. Witamy. Witam. Teraz się zatopimy. Der Maschinenführer die Klappe und dann füllen 3 Tonnen Wasser gleichzeitig 3 bis 5 Schaufeln des Wasserrads, die durch das Gewicht der Flüssigkeit beginnen sich zu drehen, damit sie die Maschinerie in Gang setzt. Nachdem diese Arbeit getan ist, fällt das Wasser auf die untere Ebene durch den Arbeitskanal, den Sie auf der linken Seite sehen. Das System der Kaskaden hat die Aufgabe, den Wasserstrom zu verlangsamen. Am unteren Pfeiler sehen Sie einen Pfeil aus Holz, der ein simples, aber sehr wichtiges. Eine kleine Runde am Kanal lang.
Dann kam ich hier vorne in der größeren Wirtschaft, ich habe jetzt nur geguckt, wie die hieß, raus. Da stand älterer Mann mit dem Auto und hat Honig verkauft. Da habe ich gleich mal ein Glas mitgenommen. Und ja, jetzt bin ich hier eine Runde über den Dorf noch gezogen. Und war dann nochmal im Einkaufsgeschäft. Noch was zu essen für morgen geholt. Ich wollte die Naschen für jetzt. Wollte jetzt eigentlich den Weg hier weiterfahren, an den Kanal ran. Aber das war mein Fehler. Hier habe ich nie bis zu Ende in die Karte geguckt. Der Weg endet vorne, kurz vorm Kanal. Und geht nicht weiter. Das war bloß hier wahrscheinlich so Weg, um auf die Felder zu kommen. Und auf der Seite geht ja der Radweg auf der anderen Seite vom Kanal weiter. Das habe ich halt nie bedacht. Dann muss ich jetzt wieder vor, 400 Meter. Und dann halt bis zur nächsten Brühe weiterfahren. Oh. Scheiße. Wie kann denn das passieren? Hab noch ein paar Bierbüchsen mitgeholt. Die eine muss geplatzt sein. Getropft. Warum immer? Ich hatte die gar nicht unten liegen. Da ist nichts in der Tasche gewesen. Aber nee. Kann ich sowieso vergessen, die ganze Aufnahme? Ich war ja wahrscheinlich vorhin gerade auf dem Bildprojekt. Jetzt habe ich mich hier mit einer Flasche Wasser hingesetzt und eine Waffel. Und da sehe ich doch, wie es aus der Tasche tropft. Da hat die ganz kleinen Haare hier gehabt, die Dose. Und da ist die Hälfte schon weggelaufen. Tasche tropft immer noch. Ich wollte jetzt nicht vom Fahrrad abbauen und umdrehen. Bis wir wieder am Auto sind, ist das rausgetropft. Die kriege ich jetzt sowieso nicht gewaschen. Ja, beziehungsweise ich könnte ja mit Wasser ein bisschen ausspülen. Wasser habe ich genug. Ich war ja gestern auf dem Campingplatz noch und habe es noch voll gemacht. Aber mal sehen, was wir machen. Ja, früher waren die Bierdosen auch mindestens doppelt so dick. Ich hatte ja damals in den 8 schon eine Cola-Dose, eine leere habe ich mal gekauft. Ich weiß nicht, er wollte 2-3 Mark dafür haben oder sowas sogar. Für eine leere Cola-Dose. Aber die habe ich gebraucht. Da habe ich mir Spackreise draus gebaut, um Rias und andere Westsender hören zu können und die DDR-Sender da ein bisschen wegzublenden. Da könnte man schön eine große Spule mit 3-4 Windungen aus dicken Kupferdraht sich dort reinbauen. Ein Kondensator dazu. Und dann kannst du schön abstimmen, welcher Sender jetzt stört und ein bisschen schwächer kommen soll. Das macht sich ganz gut. Und da konnte man zumindest, wenn gute Empfangsbedingungen waren, den RIAS von Berlin und den Hessischen Rundfunk hier vom Brocken hinten, nee, Ochsenkopf, Hechterberg, jedenfalls auch im Harz da hinten irgendwo. Hat dann zwar manchmal ein bisschen gerauscht oder so, je nachdem wie der Empfang war,
Aber im Großen und Ganzen kriegte man die Westsünder teilweise ganz gut.